Willkommen zurück hier in Costa del Sol. Es ist so heiß hier in der Küste der Sauna hier mit der Bar. Jo, und wenn wir schon mal heiß dabei sind, ich habe ja im Kampf gegen Genova eine neue Materie erhalten, die ziemlich heiß ist. Es ist nämlich Ifrit. Ifrit ist Gegensatz zu Shiva von Typ Feuer und er ist so richtig heiß drauf. So, zuerst Tifa, was anders aus ist. Der Lederhandschuh ist schon uralter Mega-Handschuh, ist jetzt hier. Auf jeden Fall besser als die vorherige Ausrüstung. Ich frage mich nur, ob ich Tifa mitnehmen soll. Man, wie sieht's mit dem Limit aus? Du hast noch das erste, okay. Ja, bis ich bei Tifa mich darum kümmern muss, wird es eh noch sehr, sehr lange dauern. So, wir mal raus hier und wir einen anderen rufen. Ich will nämlich, ups, Red 13 haben. Danke, rein mit dir. Juffi, es war schön, dabei zu sein, aber jetzt nicht mehr. So, Red 13 habe ich keine neue Ausrüstung, ne? Nope. Nicht wirklich was. Materia passt auch mehr oder weniger. Naja, eher weniger. Schokoböcke, ich gebe ihn mal den Ifrit, dann werden wir auch mal sehen. Limit checken, wie immer. Ah, da noch immer Ebene 1. Der sollte bald in Ebene 2 mal kommen. Genauso wie Eris. Und auch wie Cloud, der hat sie auch schon. Das heißt, Red 13, bring mir ein paar Gegner um. Moment. Hat jemand von euch die Materie Schutz? Nein, hat keiner. Das wäre nicht so schlecht, die zu haben. Vor allem für Eris. So, wir haben die... Yuffie, hast du sie? Ja, Yuffie hat sie. Gut. Die hergegeben. Danke sehr dafür. Los geht's. Weiter geht's, Leute. Ach ja. Schön hier. Aber eins muss ich mir nochmal nachschauen. Moment. Wenn ich rausgehe und jetzt wieder zurück nach Costa del Sol gehe, müsste nämlich jetzt Optionales sein. Ich habe schon angesprochen, letztes Part, bevor ich den Part geschnitten habe. Ich bin mir nicht sicher, also rede ich da jetzt nicht weiter. Ich spreche nur den hier an. Verdammt, bitte das auf dir haut! Ihr müsst die Jungs von Avalanche sein! Schnell verschwinden wir! Heidiges für das Transportschiff verantwortlich! Das ist hart für uns beide! Okay, dann bin ich zu früh dran. Okay. Ich komme später wieder, ja? Nur mal so viel dazu. Dass es mit diesen Segelturners zu tun hat. Oder mit den Matrosen. Mehr sage ich mal nicht. So, ach ja, wieder schön auf der Oberwelt zu sein. Ich habe schon fast vermisst. Es kommen hier natürlich wieder neue Gegner vor. Und hier im Hintergrund sieht man schon etwas, ich sag mal, Interessantes. Und hier sehen wir, dass das Wasser ziemlich seicht ist. Das ist so eine Art Furt. Allerdings können wir da hier nicht rüber. Das geht nicht. Nein, geht nicht. Auch wenn es eine Furt ist, das geht nicht. Cloud ist wohl Wasserschuhe. Naja. Kann es nicht ändern. Und dass keine Random-Gegner kommen, kann ich auch nicht ändern. Tja. Bam, bam, bam. Ich finde es schön, dass es hier die Bergumgebung gibt. Und neue Gegner. Ah, der, ja, ist witzig. Der heißt Grangalan und hat ein silbernes Rad, was ziemlich böse sein kann. Und ich rufe Ifrit! Falls du noch drankommst, Red 13, ja? Ups, Feuer 2! Dieser Gegner hier ist nämlich ziemlich... Er hält viel aus, sagen wir so. Höllenfeuer! Ifrit aus der Hölle! Boah, miau! Was war das? Da ist er! Er ist heiß drauf! Und verbrenne die Gegner! Ups! Macht ungefähr so viel Schaden wie Feuer 2. Zählt eigentlich nur als einzelner Gegner. Naja, aber dieser Gegner, den wir gerade gesehen haben, der kann sich auch zerlegen. Ich hoffe, das werden wir irgendwann mal sehen. Er zerlegt sich in 1, 2, 3, ich glaube in 5 Gegner auf. Und dann sollte man alle 5 mit einem Charakter töten. Dann erhöht sich das Limit wieder um 5 Stück. Also der Zähler im Hintergrund. Wo ich schon öfters gesagt habe. So, hier sieht man eine Höhle im Hintergrund. Die ich jetzt noch nicht erreichen kann. Erst sehr viel später. Viel später. Wenn ich mal dran denke.
Da-da-da. Ach, wieder du? So, jetzt greife ich dich mal nur physisch an, denn wenn diesen Gegner öfter physisch angreift, ist die Wahrscheinlichkeit höher, zack, dass es sich zerteilt. Ah, jetzt packt er schon sein zweites Teil aus und dann kommt der dritte. Je kleiner das Teil, desto weniger hält es aus. Und es sind wirklich fünf Gegner. Gut, ich rufe Ifrit und besiege alle auf einmal. Zumindest probiere ich das. Wow. Einziger Nachteil an Ifrit, seine Szene ist doch etwas länger. Shiba schon lange, Schokobo ist der kürzeste, glaube ich, von den Summons. Ja. Und Feuer! Woo! Heiß! Vier Gegner auf einmal und der letzte wird immer zuletzt getötet. Das dauert ein bisschen, bis er checkt, ich bin tot! So in der Art muss man sich's vorstellen. Und Blitz hat eine neue Ebene erreicht. Coole Sache. Somit kann ich Blitz 2 zaubern. Ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, oder? Ah, Spoiler! Oder was? Nein, das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis mehr, dass aus Blitz 2 wird. Hey, bitte. Und aus Blitz 2 wird dann Blitz 3. Mal schauen, ob ich dann den Zauber euch zeigen kann. Bio wird noch lange dauern, bis das erhöht wird, auch wenn es doppelt viel AP bekommt als wie sonst. Genauso wie Element und die Fernwirkung. Fernwirkung wird sowieso sehr lange dauern, bis das mal was bekommt. So, in die Höhle rein, aber zuerst speichern. Da war irgendwas mit Szene und so. Ich konnte mal da irgendwas erinnern. In der Höhle konnte man auch sehr gut das Limit leveln. So hatte ich zumindest das Gefühl, also zumindest das Ebenenlimit, also vom Gegner töten. Aber das andere geht auch. So. Da wären wir. Mitten auf. Wo sind wir jetzt eigentlich? Mount Coral. Mount Coral, okay. Habe ich noch nie gehört. Kenne ich nicht. Aber schauen wir uns das mal an. Oh, hier sitzt einer. Hallo. Hey! Du sprichst tatsächlich mit mir? Nein, ich rede mit dem Baum da links. Siehst du nicht, der sieht besser aus wie du. Von der Grafik her? Auf jeden Fall. Was ist das hier? Oh, ich bin da gerade einen Typen mit schwarzem Umhang vorbeigekommen, ne? Was? Moment, Cloud fragt, was ist das hier? Und der antwortet mit schwarzem Umhang ist vorbeigekommen. That logic. Ich habe versucht, ihm was zu sagen, dass es weiterhin gefährlich wird, aber er hat mich ignoriert. Sephiroth. Ich geh weiter. War da auch so ein Typ mit schwarzem... Ja, Eris fragt danach. Hier ist irgendwas schiefgelaufen bei der Übersetzung schon wieder. Irgendetwas. Naja. Schwamm drüber. So, Mount Coral ist ein schönes Gebirge. Hier kommen auch Gegner, aber wenn dann selten. Wollen wir schauen, ob ich da einen Venom-Kampf machen kann. Moment. Ja. Dauert ein bisschen. Aber es kommt einer. Nämlich, drei verschiedene neue Gegner. Hier haben wir Nadikus, Gronpilz und den Bagnadrana, so ähnlich. Der ziemlich fies sein kann. Und jetzt mal Lunares Tempo! Ein bisschen schneller. Und der kleine Pilz da unten, der kann den Vierfachlaser, der ganz schön Schaden macht. Lunares Tempo! Bisschen flotter hier! Bisschen. Hier nehme ich dann das Doppelte. So, gehen wir mal von langsam vor. Der Vogel, der rumschwert, hat eine Blitzresistenz. Der hier mit der Klaue hat eine Feuerresistenz und der Pilz hat keine Resistenz. Ich glaube, der Vogel absorbiert sogar das Element Blitz. Ja, es könnte sein. Da war irgendwas. Und wieder mal das Höllenfeuer! So heiß! Woohoo! Das sieht so geil aus, wenn Ifrit aus dem Boden rauskommt. Das hat einfach was. Das sieht einfach nur geil aus. Dum, dum, dum. Und? Woohoo! Ich mag den Samen. Ah, okay, der absorbiert, er setzt die Feuer auf Null. Das war der da hinten. Ich wusste es. Irgendwas mit Feuer war da. Irgendwas mit Feuer. Auch Samens, Leute. Auch Samens werden da mit einbezogen. Was das Ganze nicht wirklich einfacher macht. So, zack! Und Red 13 sollte den letzten Schlag bekommen. Das dauert ein bisschen, Moment. So, Wechsel, Wechsel. Und zack! Und nochmal. Der hält doch mehr aus, als ich dachte.
Vielleicht jetzt? Ah, jetzt ist er tot, verdammt. Naja. Das erhält noch mehr aus. Aber nein, so viel auch noch nicht. Egal. So, aber da ein Gegner hier das Element Feuer resistent ist, tue ich hier kurz zusammentauschen. Shiva gegen Ifrit und du erhältst die Eismaterie. Einfach, weil du gerade einen Platz frei hast, Red 13. Einfach so. Was ich aber cool finde, ist, dass man bei der Sammelmaterie kein Alle braucht. Die hat das von vorherein. Also jedes Sammel geht auf alles. So. Wir sind hier bei einem Reaktor auf Mount Coral mit einer richtig mysteriösen Musik. Die werden wir auch nicht so allzu oft hören. Ach, ich finde sie cool. Ein Reaktor auf Mount Coral, also. Wir haben von diesem Ort noch nie gehört, aber es gibt den. Und, ah, wie ihr wieder. Ah, da sind neue Fische dabei, die heißen... Wie heißt die eigentlich? Lass mal sehen. Nadelspucker. Nadelspucker. Und die saugen euer Leben aus. Zwar nicht viel, aber es kann nerven. Weil die Animation etwas lange ist, also ihr Vakuum. Vollständiges Vakuum! Und jetzt Diamantenstaub! Zur Abwechslung ein bisschen frostig! Bitte sehr! Gehen wir mal die ganzen Summons durch, oder was? Ja, ernsthaft, ich mag Summons lieber als wie Zauber, obwohl die Zauber kürzer dauern. Ich glaube, da gehe ich mal durchwechseln. Als erstes brauche ich mal auch ein Eis 2 Materie. So! Einfrieren! Woo. Wow! Ich glaube, die haben eine leichte Eisschwäche. Leicht. Und mir gehen langsam aus sich die MP aus. Langsam aus sich. Ja, Moment. Eich Ether. Nur 3. 1 für Red 13. Dann müsste das passen. Die Dinge, die meine Statuswerte erhöhen, setze ich erst viel später ein. Ein Drang für Eris. Ein Hyper für Cloud und für Eris, dann sind wir jetzt Zornig sind, genau. Elixiere behalte ich mir auf jeden Fall. Die brauche ich noch später. Viel später. Die Musik ist wirklich cool. Hier brauche ich nichts rum tun, oder? Nee. Zahlt sich auch nicht aus gerade. Wie sieht es eigentlich aus mit Eis? Noch 104 bis nächste Ebene, okay? Dann gebe ich dir mal alle Eisretretzen. Wenn das nämlich Level up ist, dann kann er auf alle Eis 2 zaubern. Bei 104 AP. Das sollte in maximal 5, 6 Kämpfen sein. So, in den Reaktor hier können wir allerdings nicht. Aber wir können um ihn herumlaufen. Yay! Dum, ba, da, da, da. Hier kommen öfters diese Fische als Gegner. Die nerven eigentlich nur. Sie haben auch keine Blaumagie oder sowas, die nerven einfach nur. Und ich rufe wieder Shiva und Shiva kostet 32 MP? Oh, gar nicht so billig. Aja! Ah, und die Schutzmaterie von Eris wirkt. Und Diamantenstaub! Die werde ich jetzt noch so oft rufen, bis Red 13 Eis 2 kann. Dann wird Eis 2 ersetzt. Andersrum, Shiva wird ersetzt auf Eis 2. So soll es sein. Nebenbei, was für eine Haarfarbe hat die Shiva? Das ist so grün-blau. Türkis? Ja, ich glaube, das ist Türkis. Türkisfarbene Haare. Ba-da-ba-da. Irgendwie passt das auch zu ihr. Ja, dauert noch ein paar Kämpfe, wie das Eis 2 ist. So, hier hinten ist nichts, Leute. Also, ich kann hier herumlaufen, den Reaktor. Mehr nicht. Ich kann da sogar die Finger zeigen. Aber mehr ist hier nicht. Hier ist keine Kiste so. Hier hinten auf jeden Fall nicht. Ich zeig's auf jeden Fall. Da ist nichts. Aber trotzdem nachsehen. Nachsehen, dass da nichts ist. So, mal auf alle Eis. Angriff und du machst heilen. Nein, muss ich nicht. So, Eis. Oh, macht auch ordentlich Schaden dafür, dass es ein ganz normales Eis ist. Stachel! 200 Schaden! Die Stachelhölle! Das ist ein Counter. Wenn man sie mit Schwächen angreift, machen sie die Stachelhölle! Und das macht ziemlich Aua! Ja. Das heißt, Limit! Vakuum! Ja,
das Limit von Eris ist oben. Passt! Schlitzen! Huia, 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 huia! Boing! 300 Schaden. Autsch. Ihr normaler Angriff von diesen Fischen ist nicht stark. Aber wenn sie countern, das macht Aua. Atem der Erde! Oh verdammt, Atem der Erde. Geht mein Zustand weg, also mein Zornzustand. Ja, der wird da aufgehoben. Leider. Leider. Ich hätte es gern, wenn es nicht so wäre. Naja, kann ich nicht ändern. Ich würde es aber gerne. Eis! Whoops! 175. Jo. Und Eis ist doch billiger als Shiva. Aber ein bisschen. Level 20. Jo. Aber nicht sagen, ich wäre overleveled. Nee, das passt schon noch. Das Spiel ist so aufgebaut, dass man das Limit levelt. Das Level an sich ist nicht so wichtig. Und wann erhältst du dein nächstes Limit, Eris? Weil das will ich haben. Das will ich haben, ja? Das ist so geil. Und Moment, ich gebe dir wieder den Zornzustand, auch wenn ich den Hyper dafür verschwende. Denn es wäre nicht schlecht, dass ihr ihr nächstes Limit bekommt, weil das ist einfach nur geil. Es ist sogar einer der geilsten, glaube ich. Hm. Kann man so oder so sehen. So, die... nicht zurückgehen. Vorwärts gehen. Diesen Ort hier sollte man sich merken. Ups, runter die Stiege. Warum sollte man sich nicht merken? Tu das einfach. Da, ich finde, im Hintergrund sieht das alles so komisch aus. Und hey, neue Gegner, die Bomber! Die können euch auch eine feines Körn beibringen. Problem ist... Naja, sie machen sie fast nie. Ihr müsst diese Gegner angreifen, da werden sie immer größer und wenn sie ihre maximale Größe erreicht haben, explodieren sie. Die halten ganz schön viel aus. Wow, die hauen rein. Eris, pass auf bitte. Diamantenstab! Wenn sie nämlich explodieren, machen sie so viel Schaden, wie sie noch aushalten. Und diese Bombe halten extrem viel aus. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Klipsel! Und Fries! Jo, ein Bomber weg, der andere lebt noch. Und er macht Bombenschlag! Auf Cloud. Der Bomber macht nicht immer auf Bombenschlag auf den, der ihn umgebracht hat. Klingt komisch, so ist es aber. Das mit den Bomben ist ziemlich krass. Und wenn der Bomber sich selber umbringt, wird der Zähler nicht erhöht. Also der Limitzähler. Nein, das will ich nicht. Ich will Zauber. Somit ist das ein bisschen nervig. Mit dem Bomber. Sie sind, ich glaube, sogar die nervigsten Gegner im Spiel. Ist da hinten was? Nein? Hier ist nichts. Warum nicht? Tja. Einfach darum. Mann, ich wollte gerade so chillig die Musik zuhören und dann sowas. Ein Wendum kam. Ah, wenn ein einzelner Bombe ist, Moment, dann zeige ich mal das neue Limit von, oder? Ne, warte, warte ich bis zum nächsten Kampf, dass mehrere Gegner da sind. Dann sehen wir nämlich einen coolen Effekt von Cloud sein neuen Limit, den Klingenstrahl. Aber ich kann nichts machen. Weißt du was, Cloud, du machst einfach nichts. Oder ein besser, du setzt die Vagyrsk-Klaue ein. Versteinert Gegner. Ups, ging daneben. Ja, dass es trifft, hat keiner gesagt. Granate, Loco-Kraut. Gehen wir mit Items hier ran. Loco-Kraut. Verwirrung nebenbei. Falls er nicht den Zustandsschutz Verwirrung hat. Eis. Und frier ein. Bitte. Und er lebt noch. Bombenschlag. Auf Cloud schon wieder. Tja. Ich will schon, dass mehrere Gegner da sind, aber diese Bomber kommen hier sehr oft vor. Man bekommt sogar null Erfahrungspunkte, wenn sie sich selber sprengen. Wie geil ist das denn? Das wusste ich gar nicht mehr. Ich wusste nur, der Limitzähler erhöht sich nicht, wenn sie sich jetzt umbringen. Aber das mit den Erfahrungspunkten, okay, ist irgendwie auch logisch. So, ich bin jetzt auf der Plattform von vorhin. Sind jetzt mehrere Gegner? Ah ja, wieder drei. Gut. Dann kann ich euch den Klingenstrahl von Cloud zeigen. Und Eris, du machst nochmal deinen Atem der Erde, auch wenn es nichts bringt. Und jetzt der Klingenstrahl. Der Klingenstrahl ist ein ziemlich interessantes Link, sagen wir mal so.
Atem der Erde! Ups, alle Zustände weg bitte. Danke. Oder auch nicht. Und jetzt Klingenstrahl! Ab! Da! Bams! 500 Schaden. Und dieser Strahl zerteilt sich auf die restlichen Gegner. Ja, das ist cool. Auf den ersten Gegner macht es übelst Schaden. Auf die restlichen Gegner ungefähr ein Fünftel. Ungefähr. Ich weiß es jetzt nicht wirklich genau, wie viel. Müsste ich raten. Und wieder das Vakuum. Ach, immer dieser kleine Schaden hier. Und wieder Eis. Zang. Was? Das hat gereicht? Ich dachte, der hält mehr aus wie 56. Naja. Und der Gifter. Auf Doom. Zack. Let's. Das geht ja ziemlich zackig dahin. Aber schade, dass nicht nur Red 13 die Gegner tötet. Das wäre am sinnvollsten gerade. So, Heilung. Danke sehr. Und hier ist nichts, Leute. Hier, ich bin nur auf der Plattform oben, die wir gerade eben gesehen haben, aber hier ist sonst nichts. Nur, dass man hierher gehen kann. Warum, weiß ich nicht. Ah, es ist so. Da einfach einen Weg hoch, einfach zur Plattform und zur Aussicht genießen und das war's. Und hey, neuer Gegner. Auf sowas freue ich mich am meisten. Es ist der Kokatolis und er kämpft meistens mit Rauch. Will heißen, er blendet euch. Wenn man Glück hat, trifft das nicht. Wenn man Glück hat. Boing! Wenn es trifft, ja, dann seid ihr geblendet. Und Eis! Plumps! Ja, ein Gegner umgebracht, das wird null. Der Vogel in der Mitte, der hält ganz schön viel aus. Also nicht unterschätzen bitte. Schlätzern! Auf den Vogel bitte! Schlätzern! Wow! Ich finde interessant, dass man hier auf Bahnschienen geht. Das hat was. Was wäre mal bald nett, wieder einen Sperrpunkt zu haben? Eis hat sich erhöht! Na endlich! Ich habe eh schon drauf gewartet. Es hat 13 Eis 2. Ist auf jeden Fall besser wie Eis. Auf jeden Fall. Kostet aber auch mehr MP. Mal schauen, wie viel kostet das eigentlich. Nein, warte, das ging hier nachschauen. Zauber, Eis 2. 22 MP kostet das, okay. Shiva kostet 32. Eis 2, 22. Tja. Gerade war was Billiges. So, willkommen auf der Brücke. Und hier ist ein Speicherpunkt. Warum ich denn wollte? Nicht zum Speichern, sondern weil ich hier ein Zelt einsetze. Ein Zelt heilt eure HP und MP von eurer ganzen Gruppe komplett. Das ist eine coole Sache. Gut, Alter. Lange ich mich auf. Ich sage an dieser Stelle, bis nächstes Part. Wir schauen uns hier auf Mondcoral ein bisschen genauer an und zum Glück sind die Gleise kaputt, sonst hätte ich Angst, dass hier ein Zug vorbeifährt. Naja.